Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Aukrug Homefeld. Ja, wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir werden auf jeden Fall zum nächsten Tag spulen und wir haben den Weizen in die Produktion gebracht und haben auch unser Silo abgedeckt und in der Zeit habe ich nochmal zwei Anhänger in die Biogasanlage gebracht. Wir sehen jetzt auch so ein bisschen am Konto. Es wächst, es wächst, es wächst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, nächste Morgen. Das war schönes Wetter. Maximal irgendwie so 29 Grad angemeldet für den Dezember. Ist das alles so ein bisschen, naja, ne? Aber wir nehmen es so, wie es so gut ist, ne? Ja. So, und wir haben den nächsten Morgen, ist noch ein bisschen trüb. Ne? Also hier ist, ich will nicht sagen, dass das so ein bescheidenes Wetter ist, aber ich glaube, das ist so ein bisschen dunkel. Ich glaube, es wird auf jeden Fall jetzt etwas heller. So, wir werden jetzt mal gerade so eine kleine Rufbegehung machen. Und zwar erstmal hier bei unserer BGA. Wie sieht es da denn aus? Bei der BGA haben wir 10.000 Liter Methan. Und wir haben 254.000 Liter Gärreste. Also das ist schon allein von der BGA schon ein Brett. Ne? Also Dünger haben wir auf jeden Fall genug. Heu haben wir hier in unserer Einproduktion drin ohne Ende. Mischration 273.000 Liter Mischration. Also das, da kommen wir auf jeden Fall schon mal eine Ecke mit. So, wie sieht es hier aus? Gären, Kompost, 63%. Okay, alles klar. Ja, dann wird er dir heute auf jeden Fall noch fertig oder zu spätestens dann bis morgen. Bei der Strohproduktion, die steht ja, weil wir ja kein Stroh haben. Also von daher alles gut, alles easy, alles schick, alles schön. Hühner, 100%, 160 Tiere, Nahrung 4.900. Die haben auf jeden Fall noch Nahrung ohne Ende. So, die Palette hier mit den Eiern, wir haben 1605 Eier auf jeden Fall. Lassen wir mal das stehen. So, und jetzt sind wir hier bei unserem Unterflussilo an der Ecke. Die werden wir jetzt gleich mal angehen, dass wir da mal ein bisschen was ändern. Aber wie gesagt, zunächst werden wir nochmal hier so eine kleine Hofbegehung im Endeffekt machen und mal gucken, was wir haben und was nicht. So, bei dem Mist, da haben wir 36.000 Liter. Ja, das ist so ein bisschen, ja, nice to have, aber ist auch nichts Gewaltiges. Bei dem Kuhstall an sich müsst ihr einfach mal unter mir gucken. Das sind dann wenn ihr das natürlich so von der Größe halt lesen könnt, sonst sage ich doch gerne nochmal, wir haben 120 Tiere, 100% Gesundheit, Nahrung 71.000 Liter, also Mischration haben sie noch auf jeden Fall. Milch haben wir wieder 14.000 Liter, Stroh 8.600 und Gülle 87.500 Liter. Also eins steht fest, wir haben auf jeden Fall alles am Laufen, auch mit den Tieren, was ja absolut am allerwichtigsten ist, ne? Von allem drum und dran. So, bei den Gewächshäusern, da müssen wir halt noch ein bisschen was dran arbeiten. Hier fehlen Güter auf jeden Fall und hier auch, damit die weiter produzieren können. Oliven haben wir jetzt noch 3733 Liter da drinnen auf jeden Fall. Und guck mal einer an. Was haben wir denn hier? Ach, Schweinefutter. Zweimal 1000 Liter Schweinefutter. Ja, können wir mal aufladen und dann mal einlagern sozusagen. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einmal 5000 Liter Mehl hier als Palette, weil das ja direkt ausgeliefert wird oder ausgelagert wird, weil ich ja auch noch diese Palettenkapazitätserhöhung noch mit hier drauf habe. Das heißt, dass nicht auf eine Palette zum Beispiel 1000 Liter gehen, sondern 2000 Liter. Und ich habe den Mod noch mit hier drauf, dass die Paletten auch übereinander noch zwei oder drei Lagen übereinander gespawnt werden können, anstatt alle so nebeneinander. Das heißt, wir können viel mehr auf den Entladungstrigger packen, wie bisher standardmäßig, ne? So, was haben wir denn noch? Wir haben, gut, Mehl ist ja noch am Laufen. Milch wird weiterverarbeitet, Oliven auch. Das heißt, wir werden auch nochmal Mehl, Schweinefutter, Olivenöl, Käse werden wir bekommen. Das ist alles am Laufen. Also, es läuft. Es braucht zwar
noch so seine Zeit, aber wir sind auf einem echt guten Weg und wir haben jetzt sozusagen eine halbe Mille, sag ich mal, hier drauf, ne? Aber wir werden die Folge jetzt so ein bisschen nach dieser kleinen Hofbegehung jetzt mal dazu nutzen, um mal hier den Bereich irgendwie so ein bisschen, ja, versuchen mal abzuändern, um mal zu gucken. Erstmal machen wir hier mal den kleinen Zaun hier weg, weil ich nicht weiß, wie, wo, was. So, dann werden wir das Schild erstmal wegmachen. Dann noch, ja, unser Unterflurssilo. Dann möchte ich einfach mal hergehen und hier so eine Ebene erstmal ziehen. Nicht, dass wir irgendwo noch rausbacken oder sei sonst was. Machen wir erstmal hier so ganz grob, werden wir das jetzt mal so ziehen. So, dann werden wir auch hier mal gerade so eine Farbe machen, eine Untergrundfarbe. Dann haben wir zumindest mal, machen wir hier gerade noch die Reifenspuren weg. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das. So, dann machen wir das auch hier so. So, und das können wir ja nachher alles angleichen. Jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir in diesen Bereich hier rein? Sollen wir das einfach so als Durchfahrt lassen? Oder sollen wir da wirklich hier so ein... Ja. Was ist das denn hier? Achso, das ist noch ein anderes. Ah, okay, alles klar. Wie gesagt, also Silo wollte ich halt gerne hinmachen. Multifrucht Holz Hochsilo. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hier so ein Hochsilo Multifrucht, da passt dann natürlich auch alles rein. Ich will hoffen, dass hier alles reinpasst. So, wenn ihr zum Beispiel das jetzt hier dicht dran stellen wollt, entweder ihr habt wirklich die Möglichkeit und das passt, ne? Also, wobei mir das schon recht zusagt, das hier, muss ich ehrlich sagen. Das würde ich schon so hier hin platzieren wollen. Oder hier hin, hier in die Ecke. So. Aber dann ist das wieder hier so frei alles. Und da haben wir Doppelturm, Multifruchtsilo. Altes Silo Anlage, also so ein Vermender, glaube ich, Silo Anlage, ich glaube, das war dann so deklariert. Wir haben hier nochmal etwas von der Oma Tana, nochmal so ein Silo, Holzsilo. Das passt mir vom Charakter nicht so wirklich dahin. Also das ist gut, ne? Also ich will das nicht in Abrede stellen, absolut nicht. Ich suche halt nur, was mir irgendwie gerade mal so, was für meinen Geschmack in irgendeiner Form so dahin passt. Und da tut es wirklich dieses Holzsilo hier tatsächlich. Wenn ich das hier hin mache. Wenn ich hier runterkomme, dann fahre ich am besten. Doch, ich muss das hier hin machen. Also, ich glaube mal, dass sich da auch wieder die Geister streiten werden, ob man das jetzt links oder rechts hin macht. So, dann werden wir hier aber auch so eine Tafel hinmachen. Kann ich eigentlich diese Tafel auch hier dran machen, irgendwie? Ach, lol.
Ja, dann. Das war alles gewollt. Also, wenn da einer Bedenken hatte oder so, das war alles von Anfang an klar. Ach ja. So, dann machen wir hier noch ein bisschen grün. Ah. So. Ein bisschen Gras hin. Dann merkt das kein Mensch. So, my friends. Ja. Supi. So, das wäre jetzt der Bereich. Und jetzt könnten wir zum Beispiel den Bereich noch hier ein bisschen was sozusagen einschränken. Dann gehen wir hierher. Machen hier auch noch was Gras hin. So haben wir den Bereich zumindest mal etwas verkleinert. Und machen auch hier noch so ein paar Sträucher hin. So, was haben wir noch? Ein paar Bäumchen. Machen wir hier noch ein Bäumchen hin? Oder machen wir keins mehr hin? Hier? Ah, hier, komm. So. Dann machen wir noch dieses Zaunelement. Ich will hoffentlich... Ja, doch. Zäune, da haben wir es wieder. So, dann grenzen wir nämlich den Bereich hier zauntechnisch auf jeden Fall ab. So. Nochmal bis hier hinten hin. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da in irgendeiner Form hinkomme. Ja, doch. So, das würde ich wirklich so offen lassen. Weil dann haben wir den Bereich hier zauntechnisch auch beseitigt. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie lösen wir irgendwie diesen Bereich noch hier? Kann man... Gut, das würde ich noch so abändern. Vom Boden her. Ja. Ne? Also da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so findet. Wie, gut, ist ja jetzt nicht viel passiert, ne? Aber... Na gut, das wird sich jetzt gerade so nicht anders machen lassen. Bodentechnisch. Hier ist auch gut, auch von der Auffahrt. Ich denke mal, hier werde ich noch so eine kleine... Bodenanpassungen machen müssen oder kletten zumindest mal. Weil da doch alles hier ein bisschen steil ist. Nee, wird sich nicht so wirklich umsetzen lassen. Naja, gut. Ja. Ja, wie gesagt, also mir gefällt das Holzsilo dann eher. Das ist ein Multifruchtsilo auch. Und ich denke mal, das sieht halt so ein bisschen, weiß ich auch nicht, mir gefällt das eher als dieses Unterflursilo, ne? So, und dann haben wir diesen Bereich hier auf jeden Fall hierfür, für unser Zeug einzulagern. Dann haben wir hier halt die Durchfahrt. Hier unten kommen wir in den unteren Bereich vom Hof. Und wenn wir irgendwas haben zum Ab- oder B-Laden, haben wir halt hier unser Multifrucht-Silo. Mit digitaler Anzeige, die wir noch hier dran gemacht haben. Ich wusste nicht, dass das geht, aber gut. Okay. So ist das halt.
Auf jeden Fall sind wir schon wieder durch mit der Aufnahme. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gemacht hättet. Oder ob ihr genau hier jetzt so für das Bild... ich mache mal ein bisschen so. Ja, so, jetzt könnt ihr das noch sehen. Ob ihr da natürlich noch in irgendeiner Form eine Idee habt, was man noch dahin machen kann. Oder wie eure Ideen sind, ob das vom Boden her... Oder ob wir da noch irgendwas hinpflanzen sollen. Oder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich auch noch freuen. Ich sage danke, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.